Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich muss mich im Vorfeld entschuldigen, ich bin total krank. Mich hat es komplett zerlegt. Deswegen verzeiht mir jegliche Nieser, Huster, Schnupfer und hier vor allem Terror-Geschichten. Ich werde das Mikro dann wegmachen, wenn ich Nase putzen muss, aber ja, mich hat's, ja, Männergrippe halt, ne? Schatz, ich bin krank. Oh, tut eigentlich weh. Aber ich habe so Bock zu zocken, ich habe so Bock weiterzumachen, weil 14er Horde steht an. Und vor allem bin ich durch ein Ereignis beflügelt worden, was mich jetzt wieder so motiviert hat. Das heißt wieder motiviert, ich bin die ganze Zeit motiviert, aber das ist der absolute Wahnsinn. Und zwar 2000 Abos hier bei YouTube. Sprachlos. Gestern war es soweit und ich habe reingeguckt und denke so, kann doch nicht wahr sein, echt. Absoluter Hammer. Liebe Leute, vielen, vielen Dank für euren Support, für euer Dabeisein, fürs Zuschauen. Da sitzt irgendjemand hier vom Rechner und zockt für sich. Nicht nur für sich, nein, auch für andere Leute halt. Und mega. Ich bin total platt. Hätte ich nie gedacht, als ich da vor 18 Jahren mit angefangen habe. Nee, alles super. Echt, ich freue mich tierisch. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich werde mir noch irgendwas Schönes überlegen, was wir da machen können. Vielleicht Livestream-technisch oder so. Oder ich weiß es nicht. Wenn wir 2000 Leute mal einen Livestream kriegen, sei es jetzt 7 Days oder Musik-Livestream, dann ziehe ich mir ein Kleidungsstück aus. Ich weiß noch nicht welches, aber zieh mir die Socken aus, Socken weg. Ja, also tausend Dank an euch. Ich weiß gar nicht, was man noch anderes sagen kann, außer Dankeschön und ja, auf die nächsten zwei. Bin mal hier spannend, ey. Da reden schon Leute von 10.000. Ja, ich weiß ja nicht, ob das mal irgendwann soweit sein wird, vielleicht in 5 Jahren mal. Weil so Let's Play-technisch ist halt schwierig, ne? Ich spiele halt am liebsten dieses Spiel. Dann gibt es halt noch Subnautica, was ich auch mal gerne spiele, was aber so oft geupdatet wird. Also ich müsste jetzt wieder von vorne anfangen. Mache ich auch vielleicht. Frage ist halt, ob ich es als Let's Play machen werde. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr da Bock drauf hättet, wieder auf Subnautica. Mad Games Tycoon habe ich jetzt wieder angefangen. Super geil. Auch ein absolut schönes Spiel. Oder ein Pyrian auch. Ist ja die 4.0 draußen. Die habe ich mir noch nicht angeschaut. Und Osiris habe ich noch. Ich habe eigentlich noch ziemlich ein paar Projekte, die ich wieder gerne mal aufnehmen würde. Schreibt es in die Kommentare, worauf ihr Bock habt. Ich spiele das, worauf ich Bock habe. Und wenn sich das deckt, dann nehme ich da vielleicht mal ein bisschen was auf. So, jetzt genug der Danksagung und des Rumgejammerns hier wegen zuer Nase. Ich habe aber echt einen Schädel, muss ich euch sagen. Egal, Karl. Ich freue mich auf heute. Der heutige Tag wird sehr, 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 sehr spannend werden. Ich habe mal, wie ihr sehen könnt, einmal diese Slits rundrum eingebaut und level jetzt, was ist Level? Upgrade jetzt die Wand von außen hier. Ein bisschen Holz in der Tasche, aber das dürfte auch nicht mehr so viel sein. Und ich werde jetzt gleich fahren. Ich werde nach Hause fahren, also ins Forgehaus fahren, mal kurz beim Händler vorbeischauen und vor allem den Schatz weitersuchen. Muss man eben schauen, wie es aussieht hier. Habe ich denn... Ich bin... Ja, ein Code haben wir hier, den kann ich dann schon mal anziehen. Und dann, ja, düsen wir zum Händler. Zum Schatz, nach Hause, dann hole ich die Workbench, ich mache jetzt mal eben kurz die Taschen leer, ich höre jetzt hier mal auf. Was ihr hier seht übrigens, ich habe mal einfach abgemessen, so wo denn die Beete hinkommen, das werden die Beete werden. Also nicht hier auf den Frames drauf, sondern hier im Boden. Ich mache immer 8er rein, das finde ich so persönlich am schönsten. Außenrum kommt dann ein Weg aus, ja, ich weiß nicht, ob ich Gravel mache oder Cobblestone. Das ist dann natürlich so, wenn man mal nichts zu tun hat und viel Zeit hat, so außenrum schon Cobblestone legen, in der Mitte so einen schönen Cobblestone-Weg. Und hier kommen auf jeden Fall die Felder rein. Also immer 8, 8, 16, 24, 35, bladadadadab und so weiter und so fort. Und das vielleicht bis hinten durch. Hier wird es nicht ganz gehen, also ich werde es so bis hierhin machen. Und hier bauen wir auch nochmal einen Turm drauf. Und ach, das wird schön, ich freue mich. Und ich freue mich vor allem, dass ihr alle dabei seid. Yeah. Mega. Runter. Runter, Taschen leer machen. Was brauchen wir denn alles? Oder was brauchen wir eher nicht mehr? Das ist die große Frage. So, oh, doch, warte mal, aber Benzin brauche ich zum Fahren. Guck mal, die kann ich da lassen erstmal. Die brauche ich für außen, die brauche ich jetzt aktuell nicht. Also alles, was ich aktuell nicht brauche, haue ich erstmal hier weg. Ich sollte auch mal Werkzeuge weiter hochleveln, aber das machen wir nach der Horde. Nach der Horde. So, Geld nehme ich mit. Auf jeden Fall kann ich irgendwas vertickern hier. Habe ich irgendwas zum Verkaufen dabei? Das behalte ich mal alles.
Da behalte ich auch mal alles. Was ich nämlich gesehen habe, ich habe was Tolles wieder mal gesehen beim Games for Kicks wieder mal. Schön groß. Also den gucke ich halt sehr, 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 sehr gerne. Super Typ und der spielt echt gut und hat kriegt auch mal tolle Ideen. Der macht halt auf Englisch und hat dadurch eine wesentlich höhere Reichweite, was Viewer angeht und andere Seven Days to Die Spieler. Die geben dem Tipps, das ist richtig, richtig gut, zum Beispiel Lichter zu machen. Wir können ja hier Lights bauen. Ja, genau. Seeding Light und so die ganzen Geschichten hier. Die sind richtig geil und die sind auch gar nicht so teuer. Die Dinger. Das ist eine gute Alternative zu Fackeln. Boah, sorry, jetzt ist mal eben so weit. Oh, nee, ey. Entschuldigung, ich geh mal eben weg hier. Ach, so, meine Freundin sagte vorhin, das hört sich immer an wie ein Elefant. Ja, das, was soll ich denn machen? Ich hab nochmal einen riesen Riechkolben. Nicht riesen Riechkolben, aber Resonanzkörper. Ja, wie komme ich jetzt wieder raus hier? Ich weiß nicht, wie ich rauskomme. Es hält. Gut, wir fahren nach Hause. Beziehungsweise muss ich erstmal gucken, ob hier noch mal so ein Bike drin ist. Okay, nee, Benzin bleibt mal drin. Oh, nee, jetzt ein Rotz hier nochmal eben. Nein, 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 das bringt doch nichts. Komm mal mit. So, da schmeiße ich erstmal hier rein. Die Steine, die brauche ich natürlich drüben. Die muss ich dann mal irgendwann rüber havern, haulen. So, ich schmeiße jetzt erstmal hier rein. So, Zementsteine, das ganze Gerotze. Das Geld kann ich beim Händler mal. Guck mal, die Gardening Home verkaufen auch mal beim Händler. Das weg, 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 weg. Alles voll. Weg, weg. Haben wir da irgendwann was verkaufen können beim Händler eventuell? Es wurde auch sehr oft geschrieben, merch doch die Teile, macht doch hier in der Workbench. Ja, werde ich tun, wenn ich bessere Teile finde. Ja, so, also einzelne Sachen werde ich nicht verhämmern, aber pass mal auf, die nehme ich mit. Die Workbench nehmen wir, Quatsch, die Nager nehmen wir mit. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen hier, was ist denn das? Ein Frame und eine Battery. Sollen wir, also ich würde gerne die Horde mit Dingens machen, mit der Nailgun, weil dann sind wir wesentlich schneller beim Reparieren. Also erstmal nach Hause jetzt. So, Plan ab nach Hause. Ich meine, hier ist auch zu Hause. Wir nennen es Zuhause 1. Ab nach Zuhause 1, dann den Schatz holen, beziehungsweise den Schatz vielleicht jetzt sogar auf dem Weg schon. Schon voll, ist ja geil. Jetzt erstmal gucken, dass wir uns hier nicht verfahren. Oh, das ist natürlich hier. Ich würde gerne Evil Knievel-Style runterhüpfen, aber... Da kommen wir fahren erstmal zum Schatz. Geradeaus und... Vollgas runter wieder hier! Das schaffen wir diesmal. Diesmal überleben wir es. Achtung, 3, 2, 1. Nee. So ein bisschen Skater-mäßig hier. So Rail-Grinding. Oh, Tony Hawk damals. Auf einer Tony Hawk 1 oder 2 habe ich damals totgezockt auf der PlayStation 1. Oder PlayStation 2, ich weiß gar nicht mehr, welche. Nee, PlayStation 1 war es noch. Boah, war das gut. Tony Hawk, wenn du da die Mega, ich weiß gar nicht mehr, wie die Tricks hießen, die Mega-Tricks hinbekommen hast. Was aber auch super war, war die Musik in dem Spiel. Total gut. Und dann Need for Speed Underground 1 und 2. Hab ich auch totgesuchtet. Okay, Pläne von der Horde. Das nur mal kurz am Rande. Also, ich möchte jetzt gerne den Schatz aufbuddeln, nach Hause, die Workbench abbauen. Kartoffeln holen, zum Händler und dann mal, vielleicht düsen wir einmal ganz, ganz, ganz kurz nur in die andere große Stadt, die wir noch nicht entdeckt haben hier. Zeit dürfte eigentlich noch sein, dass wir da einmal rüberfahren und gucken, ob dann Working Stiff Tools ist und ob wir vielleicht die fehlenden Nager Parts finden. Und vielleicht noch ein paar Waffenteile. Also ich würde mich vornehmlich auf Working Stiff Tools und Shotgun Messiah konzentrieren, um einfach für die Horde da genug Firepower und Repair-Power zu haben. Was für Worte. Oh, Mann. Und jagen muss ich. Ich brauche noch mehr Forges. Viel mehr Forges. Viel mehr, viel mehr, viel mehr Forges. Forges.
I need four G's. Hat er jetzt Licht angemacht, wo ich in den Schnee gefahren bin? Die Drecksau. Was fällt dem ein, ey? Ich habe Caroline Kebekus live gesehen letzte Woche. Absoluter Hammer. Das bringt mich nochmal auf eine Idee, liebe Leute. Beziehungsweise heißt eine Idee. Werbung in eigener Sache. Ich habe auch Twitter-Account. Und ich habe auch Fatzebook. Ah ja, guck mal, da fängt er schon wieder an zu mölen hier. Oh, Hirschi, ist kaputt gegangen. Wäre super, wenn ihr da auch folgen würdet, beziehungsweise bei Facebook. Ja, was kann man bei Facebook denn machen? Kann man folgen? Liken? Keine Ahnung. Doch, klickt auf Gefällt mir. Das wäre total geil. Da poste ich ab und zu immer so private Sachen. So abends im Bett, welche Pantoffeln ich anhabe oder was ich mir gerade zu essen gemacht habe. Das stimmt sogar mit den Pantoffeln, das stimmt nicht. Yo! Digga, Mann. Na? Spasti. Ey, ich hasse die. Fuck off! Yeah! Er liegt. Und Level up, genau. Ich muss unbedingt hochleveln, weil das gibt ordentlich Skillpunkte. Wie gesagt, Twitter, Facebook, würde ich mich tierisch drüber freuen, wenn ihr da auch folgen würdet. Ich werde nicht zu jedem Video ein Twitter-Dingens, wie nennt man das, ein Tweet machen, sondern wirklich nur zu den wichtigen Sachen, neue Staffel von irgendwas oder sonstige Geschichten. Also ihr werdet da nicht totgebombt, sondern nur zu den wichtigen Sachen. Jetzt wollen wir mal schauen, wo dieser bekackte Schatz ist. Ihr habt was geschrieben von wegen ja so abstecken und aushöhlen. Ich mache jetzt mal einfach Folgendes. Ich versuche das Ding mal die ganze Zeit vor mir zu halten. Laut. Ihr seid das? Yay! Schatzbaby. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Jetzt möchte ich aber mal eben gucken. So, unser Skill ist ja... Oh, bloß nicht kaputt machen. So, ich stehe jetzt hier nur drauf, wa? Wenn ich jetzt hier drüber hüpfe... Ja, wird er mir immer noch angezeigt hier vorne. Guck mal. Bis hierhin. Oh, das ist aber schon ein großes Gebiet. Okay, ich muss den Skill vielleicht mal erhöhen. Das wollen wir. Boah, ich bin sehr gespannt. Sollen wir? Sollen wir? Oder sollen wir noch ein bisschen warten? Wir warten noch ein bisschen. Nee, Quatsch, keine Zeit. Und? Ja. Geht so. Okay, das war jetzt nicht der Oberknaller, aber... Immerhin Schatz gefunden. Das erste Mal seit der Alpha 15 oder seit der Alpha 4. Ich weiß gar nicht, wie lange es Schätzig schon gibt in diesem Spiel. Ich habe noch nie vorher einen Schatz gefunden. So, wir folgen dieser Straße jetzt zum Norden und dann müssen wir oben rechts. Und fährt dann gleich links. Super, ja, haben wir einen Schatz gefunden. Ey, perfekt. Was macht da? Wieso hell? Was soll das? Boah, sorry. Ich werde jedes Tier mitnehmen, was ich jetzt sehe, wenn ich es überfahren kann. Mal ein bisschen den Balzruf der Hirsche machen hier. Okay, das ist ein schöner Folgentitel, muss ich mir aufschreiben. Welche Folge ist denn das jetzt hier? Warte nicht. Balzruf der Hirsche. So. Folgentitel am Start. Das ist nämlich immer so, das ist, ich kann euch jetzt mal so eins meiner... nicht Probleme, aber eine der Sachen, die mir... ich spiele halt gerne. Also ich nehme gerne auf. Ich bin super gern hier drin und mache das alles. Und dann bist du fertig. Dann hast du so 10 Folgen. Die heißen dann Rohdateiname. Okay, kann ich auch noch. Alles gut. Thumbnails machen. Gut. Thumbnails machen. Kriegt man irgendwie hin. Geht. Dauert halt ein bisschen. Aber dann Folgentitel. Einen aussagekräftigen Folgentitel zu machen. Heide Witzka. Und sich dabei nicht zu wiederholen. Ich habe jetzt 7 Days Folgen. Ich habe keine Ahnung. Wie viele Folgen das sind? Hunderte. Und da kann es schon mal sein, dass sich so ein Folgentitel wiederholt. Und dann findet man einen aussagekräftigen Folgentitel, der sich auch noch mit dem Thumbnail irgendwie deckt, damit das Sinn macht. Und wenn du irgendwie eine Folge pro Woche rausbringst, ist es kein Ding. Aber wenn man hier tägliche Folgen macht, dann ist das schon eine kleine Herausforderung, muss ich sagen. Aber es ist nichtsdestotrotz total geil. Es macht Spaß. Versteht mich jetzt nicht falsch hier, ne? So, der Händler hat noch zu. Die Sau. Und die sind mal eben nach Hause und bauen da alles Schöne ab. Und dann geht er weiter. Ja, das sind so die kleinen Wehwehchen eines
Ich zähle mich jetzt auch einfach mal dazu. Let's Players. Let's play. Let's go to the mall. Boah, ich habe jetzt 3 Packungen Aspirin-Komplex drin. Und das Zeug ist echt gut. Muss ich sagen. Ich darf es eigentlich gar nicht nehmen wegen Asthma. Oh, das habe ich verraten. Aspirin ist da sehr, kann sehr, sehr, sehr böse werden. Muss aber nicht. Nase dick. So. Auf nach Hause. Auf nach Hause. Jetzt weiß ich, warum ihr das sehen wollt, wenn ich hier langfahre. Ihr wollt mich nur sterben sehen wieder. Wenn ich hier mal so wieder so einen Evil Knievel-Stunt hinlege. Achtung! Okay, das sollte ja wohl über... Ja, alles gut. Alles gut. Alles gut. Da freut sich eine Schwester. Ram, bam, 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 bam. Hu, 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 hu. Und welcome. Hello people, we are here. So, was haben wir denn? Das Fleisch packe ich erstmal weg. Also hier die tierischen Teile. Snowballs. Vielleicht können wir die aber beim Händler verkaufen gleich. Bin ich mal gespannt. So, schnell rein. Workbench holen. Was ist denn hier passiert? Hey, oh. Was ist das denn? Ayuka Seeds, okay. Das sah jetzt mal richtig krass aus. Ist hier jemand vorbeigekommen oder was? Guck mal, da scheint irgendjemand verreckt zu sein. Maissamen? Nö, Hammer. Cowboy Head brauche ich auch nicht. Die verticken vielleicht. Und die Samen auch. Everything money counts. Yes. My English is not yellow from the egg, but very, very toll. Hier liegt noch jemand. Was ist denn das? Sham. I like sham. Let's take the sham and let's eat the sham. Da liegt noch mehr. Ist das hier so ein Mini-Raid oder was? Wahrscheinlich, als ich tot war. Komm ich da dran, oder? Nee, komm ich nicht. So, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Nix. Wieso? Ich frame mich hier rüber, weißt du, und du hast nichts, du Arsch. Ich brauche unbedingt eine Machete. Boah, jetzt läuft die Nase schon wieder. Verdammt, Axt, ey. Und Kartoffeln sind fertig. Fertig. Ja, ja, ihr seht. Da wurde ich bei, oder da wurde beim, Entschuldigung, im Naseputzen. Boah, nervt das, ey. Boah, ich hämmer mir gleich so links und rechts so einen kleinen Wattetorpedo rein und dann ist alles gut. Boah. Bei Minjas unter einem Video von der Hirnschutzbande wurde gepostet, dass wenn man was einpflanzt, dass es 1:1 nur rauskommt. Und das ist falsch, liebe Leute. Also wenn ihr was in den Boden pflanzt, dann kommen da immer 2 raus. Klar, wenn ich einen Samen habe, dann muss da doch, muss es ja doppelt rauskommen. Hat ja keinen Sinn, wenn ich eine Kartoffel klein mache, einen Samen rauskriege, die einpflanze und dann wieder nur eine Kartoffel rausbekomme. Da seht ihr 2 und hier, wo gedüngt wurde, kommt das Doppelte raus. 4. Yay! Wir haben Kartoffeln. Wäre es schön, wenn ich den Dünger noch ausbuddeln könnte. Rein theoretisch sollte das doch funktionieren, oder nicht? Funktioniert nicht. Gut. Okay, wir haben die Kartoffeln. Dann Workbench holen, Chemiestation holen. Boah, ich habe ein bisschen Angst, die abzubauen. Wisst ihr das? So ein ganz kleines bisschen. Obwohl 300 geht. Wenn mir die jetzt irgendwie wegbackt. Ah, nee, da ist sie. Da ist es, Baby. Workbench, ist da noch irgendwas drin? Nee, alles klar. Jawoll. Oh, guck mal, dich nehmen wir auch mit. Oh, so die Forge lasse ich erstmal hier stehen. So, oh, Eisen. Jetzt haben wir die Taschen voller Schrott. Oh, Hopfen habe ich auch noch so viel hier. Möchte ich auch gerne mitnehmen. Ja, ich weiß. Bikeplatz. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht, ja. Das kommt mit. Der Fertilizer kann mitkommen. Hopfen. Hm, freilich. Das nehmen wir auch mit dir. Und das verrottene Fleisch ist auch gut für Dünger wiederum. Die brauchen wir nicht, aber doch, die brauchen wir. Oh, Inventar. Ich hoffe, es backt nicht weg. Nee, das lasse ich lieber.
Das ist mir dann doch zu gefährlich. Komm, wir schmeißen mal die ganzen Samen hier rein und das rottende Fleisch. Und dann nehmen wir noch ein bisschen was mit und dann auf zum Händler und dann kurz nach Hause und dann von zu Hause 2 und dann von zu Hause 2 in die Stadt. So, die Maiskolben müssen Snowberries, Blueberries nehmen wir auch mal. Oh, ja, doch, nehmen wir mit. Ah ja, Bacon, oh, das ist aber klar. Was haben wir hier noch? Aloe Vera Seeds, Chrysanthemum, Kaffee, ja, alles mit, außer Cotton. Cotton brauche ich nicht. Mushrooms können wir anpflanzen. Chrysanthemen. Auch gerne, aber noch nicht jetzt. So, ist hier noch irgendwas total ultra mega wichtiges? Stein? Ah, oh, LED. LED und Brass. Und hier. Sortiermax. AK Receiver. Ja. 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 Auch Schaufeln. Das kann ich alles verticken hier. Das ist ja alles sehr gutes Geld. Hm. Ich glaube, das Erste... Oh, die sind auch nicht schlecht. Nee, aber ich glaube, ich habe das Wichtigste erstmal dabei. Beziehungsweise kann er nochmal das Bike voll machen. Deswegen ist es super, wenn man sich sein Motorrad irgendwie ins Wohnzimmer stellen kann. Macht die ganze Sache noch ein bisschen einfacher. So, und Ende. Und hoffentlich hat der nette Händler irgendwas für uns. Warum muss ich noch Zement herstellen? Bestimmt, ne? Komm, ich nehme nochmal ein bisschen Crushed Sand mit. nö. Oh, Leder. Doch, für eine Forge. Das ist wichtig. Habe ich hier noch Leder drin? Nope. Elektrische Parts oder sowas für die Lampen. Components. Ja, das glaube ich jetzt auch nicht kriegsentscheidend. Also das kriege ich ja auch in der Stadt, wenn ich da ein bisschen loote. Nehme ich noch ein paar Steine mit und 5000 LED. So, und das soll erstmal reichen. Dann schnell zum Händler. Ups, da ist was kaputt gegangen. Das hat Konk gemacht. Ah, Bülent Ceylan habe ich auch gesehen letztens. Also im Fernsehen. Ich habe den nicht verstanden. Der spricht zwar hessisch, aber der Ton war so komisch. Auf der Couch gelegen. Was hat er da gesagt? Ich habe den nicht verstanden teilweise. Hallo Häuschen. Ui. Ich hoffe, das ist der Händler. Boah, Nebenhöhlen dicht. Egal. Oh, da hat er aber ein bisschen Aua gehabt hier. Jo, Händler. Tuse Händler. So, bitte habt mal richtig geile Teile. Ja, vielen Dank nochmal für eure Hinweise mit dem Stash, also mit dem Tresor. Ich weiß halt nicht, ob die Teile, die da drin sind, auch jetzt sonst irgendwo auftauchen. Ranch, was willst du mit dem Schrott? Hunting Rifle Parts 19. You wanna fucking fool me. Testing Blue Rocket, Snowberry Juice. Oh, der hat nichts dabei. Oh, Duct Tape. Wow. Bischte des Wahnsinns hier. Nimm dies. Nimm das alles. 749 gibt das. Oh, guck mal, gar nicht mehr scrappen, sondern direkt verticken. Yeah. You want my fucking cowboy hat? Yes. He wants it, baby. So Snowboards. Willst du nicht? Komm, dann. Thank you a lot. And... Würde viel geben. Wir können ja LED machen ohne Ende. Was gibt's mir denn für so ein 728 Chemiestation? Kann ich nicht verkaufen. Und eine Workbench gibt nur 366. Ja, du bist ja ein Arsch. Gibst du mir so wenig? Hier brauche ich jetzt noch irgendwas von dem Kollegen. Flashlight. Nee. Nee. Das wäre halt noch interessant hier. 14.148. Eigentlich bräuchten wir erstmal nur 49. Das Problem ist halt teuer und wir brauchen noch mehr zum Reparieren. Man kriegt durch dieses Zeug 2000 HP mehr auf Stahl. Also damit man dieses Reinforced Steel hat. Und danach, wenn also 12.000 HP, wenn die 12.000 HP weg sind, bricht es direkt runter auf Concrete. Wenn man jetzt wirklich viel Geld hat, ja, und Langeweile, dann kann man das natürlich machen. Ich mache es jetzt erstmal nicht. Tat.
tatsächlich, da sind andere Teile drin. Haha, jetzt haben wir es gesehen. Geil. Oh Gott. Aber nichts, was ich jetzt gerade... Aber Mining Helm ist doch super. Gut zu wissen, dass er den verkauft. Medicine. Okay, wenn man da durchgeht, dann hat er wirklich nur so... alles nach Kategorien aufgeschlüsselt. Wenn man hier auf All geht... Also die Shotgun sehe ich jetzt aktuell nicht. Nee, das heißt wirklich Secret Stash. Bumm. Da sind dann Mega-Sachen drin. Super. Danke für eure Tipps. Merci beaucoup. Ich weiß, dass es zu würdigen gehen. Und, war ich wohl stehen geblieben. Genau, dieses Reinforced Steel Upgrade. Vielleicht später mal. Wir brauchen es auch zum Reparieren dann. Das heißt, jede Reparatur kostet richtig, richtig Asche. Ich bleibe erstmal bei Stahl normal und dann schauen wir mal, ob wir damit überleben werden. Ich hoffe doch. Meine Lieben, ich mache das jetzt hier zu und damit auch die Folge fertig. Und wir fahren jetzt gleich mal kurz nach Hause. Also, kurz der Plan für die nächste Folge: nach Hause fahren, ausladen, zu Hause 2. Dann von zu Hause 2 aus Richtung Hub City. Looten. Working Stiff Tools und Shotgun Messiah looten. Zurück den kleinen Turm noch bauen. Die ersten Samen in die Erde bringen. Horde 14 abwarten. Das ist ein Plan, oder? Ich hoffe doch. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich drüber. Einen netten Kommentar. Und natürlich ein Abo, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Völlig kostenlos. Und wollen wir mal gucken, ob wir auf die 2222 gehen können. Das wäre super. Hihi, freue ich mich drauf. Bis dann, macht's gut. Tschüss.